Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars The Old Republic. Mit mir Commander Peace und ohne Sound mal wieder. Ich muss den mal schnell einschalten. Ach, da ist das. So. Wir wollten hier in die Phase reingehen und ich wollte noch eine tolle Kiste öffnen. Ich habe schon reingeluschert, ich gebe es ja zu. Ist nur Müll drin. Wer hätte es auch anders gedacht? Jetzt habe ich wieder einen Gleiter. Aber den haben wir auch schon. Gott, ich muss ihn mal aufräumen. Wo ist denn der jetzt? Da ist er. Hab ich. Egal. Wer ihn braucht, kann mich anschreiben. Weil verkauft kriegt man die ja mittlerweile auch nicht mehr. Den Ubrikian Purpurkralle. Hey, immer schön langsam. In den Inhaftierungsbereich kommt nicht jeder. Ich muss eine Identifikation sehen, bevor ich euch hier reinlassen kann. Natürlich. Ich gehöre zur Republik. Aus dem Weg, Soldat. Bitteschön. Danke. Also, mal sehen. Oh, tut mir leid, ich habe euch nicht erkannt. Euer General hat uns berichtet, dass jemand kommen würde, aber nicht wir. Ihr möchtet bestimmt mit unserem geschätzten Gast aus dem Haus Thule sprechen, nicht wahr? Er ist ein harter Brocken. Wir haben ihn über ein Dutzend Mal bearbeitet, aber er spricht immer noch nicht. Das hättet ihr nicht tun sollen. Was ist mit Schrauber? Er ist also ein zäher Bursche, wie? Es war euer Befehl, den Gefangenen in Isolationshaft zu halten, Captain. Wir haben ihn von den ganzen anderen Gefangenen ferngehalten und er konnte mit niemandem sprechen. Aber wir wollten sicher gehen, dass der Mann nicht einfach eure Zeit mit einer erfundenen Geschichte verschwendet. Ich danke euch. Ich muss das berichten. Ich will nichts hören. Es war gut, dass ihr versucht habt zu helfen, aber das hier ist eine Angelegenheit der Republik. Ich entschuldige mich, Lieutenant. Es wird garantiert nicht mehr vorkommen. Dieser Gefangene, sein Name ist Marcus Thule. Unsere Leute haben den guten Marcus mit einem Dutzend imperialer Kommandos gefangen genommen. Sie wollten ins Schloss eindringen und das Oberhaupt des Hauses Organa zu Trantaködern verarbeiten. Ist Marcus der einzige Gefangene? Gab es Opfer? Attentäter haben es hierhin geschafft? Wenn ihr auch noch Imperiale verhaftet habt, muss ich auch mit Ihnen sprechen. Es tut mir leid, Lieutenant. Sie sind alle im Kampf gestorben und haben einige unserer Jungs mitgenommen. Als wir ihm dann die Schockhandschellen angelegt haben, hat Marcus sofort von diesem Schrauber angefangen. Wichtige Informationen für republikanische Sondereinheiten und sowas. Deshalb haben wir eure Leute verständigt. Dann wollen wir doch mal sehen. Niemand darf davon erfahren. Ich werde ihn zum Sprechen bringen. Ich muss sofort mit den Gefangenen sprechen. Natürlich. Verzeiht, dass ich euch so lange aufgehalten habe. Marcus ist in Arrestzelle 5, Lieutenant. Ihr könnt die Sicherheitstür öffnen, wann immer ihr wollt. Okay, neuer Kodex-Eintrag. Captain Cormac. Ein Soldat. Und wir sollen jetzt zur Sicherheitszelle gehen und da mit Marcus Thule reden. Ein Besucher. Willkommen. Ich bin Marcus Andarius Thule. Ihr seht nicht aus und seid nicht ausgerüstet, als wärt ihr vom Haus Organa. Wen repräsentiert ihr? Sondereinheit. Leute, die euch helfen können. Ich stelle hier die Fragen. Ich gehöre zu den republikanischen Sondereinheiten. Genau, was ich erhofft hatte. Wir haben viel zu bereden. Ich kann euch von Schrauber berichten. Dem Imperium und ihren Aktivitäten. Aber bevor ich euch helfe, müsst ihr mir helfen. Ich verlange Schutz für meine Frau und meine Tochter. Was redet ihr da? Nicht so schnell. Das sehe ich anders. Markus schlagen. Nee, wir schlagen niemanden. Der sieht schon so aus, als ob er ein paar abbekommen hat. Ich glaube, ich verstehe nicht. Meine Frau und meine Tochter. Sie befinden sich noch in meinem Haus und unter den Imperialen. Wenn ich euch sage, was ich weiß, werden sie für den Verrat leiden müssen.
Das kann ich nicht zulassen. Also kann ich euch nichts sagen, solange meine Familie nicht in Sicherheit ist. Ich habe eine Mission zu erfüllen. Ihr verschwendet meine Zeit. Ich werde euch brechen. Markus, schlagen. Bringt mich zu Schrauber. Dann tue ich, was immer ihr wollt. Wenn ich euch jetzt sage, wo er ist, könntet ihr euch einfach um ihn kümmern und gehen. Das würde mir nicht helfen. Vielleicht ein Kompromiss. Ich werde euch einen Teil dessen verraten, was ich weiß, um meine Glaubwürdigkeit zu beweisen. Ihr werdet sehen, dass meine Informationen akkurat sind. Ihr helft meiner Familie und danach werde ich euch genau verraten, wie ihr Schrauber finden könnt. Klingt fair. Ihr fordert mich heraus? Oder ihr fordert mich heraus, ist ja meine Aussage, keine Frage. Vergesst es. Dann lasst mal hören. Neben zahlreichen Projekten hat Schrauber geholfen, eine versteckte, technisch ausgereifte Raketenbatterie zu bauen, die jegliche Organa-Streitkräfte auslöschen kann, die sich dem Thule-Territorium nähern. Wenn ihr diese Raketenbatterie zerstört, wäre das für eure Organa-Verbündeten von großem Nutzen und würde beweisen, wie genau meine Information ist. Danach müsst ihr nur noch meine Frau und meine Tochter schützen. Ich werde mir das ansehen. Ich hoffe für euch, das stimmt. Danke. Markus schlagen. Das ist auch nett. In eine scheuern und dann danke. Wir werden uns unterhalten, wenn ich eure Informationen überprüft habe. Wenn ihr die Wahrheit sagt, werde ich eure Familie beschützen. Dann werdet ihr auch bekommen, was ihr sucht. Lebt wohl. Uha. Aldran-Auszeichnung. Her damit. Weil das Armband können wir immer noch nicht gebrauchen. Neuer Kodex-Eintrag. Ehrenhafter. Wir sind ein Ehrenhafter. Du hast diesen Titel mit Erreichen der Stufe 3 der Helligkeit der hellen Seite erreicht. Okay, wir sind jetzt Stufe 3 der hellen Seite. Ich habe aber leider keine Relikte oder so dabei, die ich anlegen könnte. Denn wie ihr hier sehen könnt, habe ich immer noch keine Relikte. Gefährten können die keine tragen, das ist ja klar. Was soll ich denn jetzt noch eigentlich schon wieder reden? Ich muss schon sagen, Lieutenant, ihr seid etwas Besonderes. Bis ihr hier aufgetaucht seid, hat Marcus nicht einmal 20 Worte mit uns geredet. Ich bin mir allerdings nicht so sicher wegen der Abmachung bezüglich seiner Frau und Tochter. Die Jungs oben werden mit dem Kerl nicht unbedingt verhandeln wollen. Hat der Typ hier uns einfach belauscht oder was? Das war ein Vier-Augen-Gespräch mit uns. Verdammte Scheiße. Ich habe keine andere Wahl. Das ist nicht mein Problem. Ich verhandle nicht. Wir können an Marcus' Information nur herankommen, wenn wir seine Familie retten. Nun, dann ist es wahrscheinlich am besten, wenn wir nicht so viel Aufmerksamkeit erregen. Was haltet ihr von Marcus' Geschichte? Dieses ganze Gerede von Raketenwerfern. Glaubt ihr, er sagt die Wahrheit? Ja, ich bin nicht sicher. Das wäre besser für ihn. Ich glaube nicht, dass er uns anlügt. Ich eigentlich auch nicht. Ich vertraue Tools im Allgemeinen natürlich nicht, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Kerl zu gut zum Lügen ist. Nun, viel Glück da draußen. Wer weiß, vielleicht findet ihr ja Hinweise zu diesem Schrauber-Typ. Ich passe auf Marcus auf, solange ihr weg seid. Ja, Schrauber, der olle Verräter. Schrauber, das war ja, glaube ich, der uns als erstes begrüßt hat, als wir auf dem Planetenort Mantell ankamen. Aus unserem Raumschiff ausstiegen, dann sind wir doch gleich in seinen Kampfläufer eingestiegen und der wird ja von der Panzerfaust abgeschossen. Ich glaube, ich renne hier gerade falsch. Ja, ich renne falsch. Von hier kam ich doch in der letzten Folge. Genau. Ich muss nach unten. Ich hätte natürlich auch oben runterspringen können, aber naja, muss nicht sein. So, aber ich glaube, das werde ich rausschneiden, oder? Achso, und was auch noch... Ein ganz aufmerksamer Abonnent, der hat gesagt, dass ich jetzt hier das Blastergewehr habe, statt einem... Was hatte ich vorher? Sturmkanone. Das liegt daran, dass ich dieses Blastergewehr in der Flashpoint bekommen habe, die ich kurz gespielt habe. Also ich habe mich für eine Flashpoint gelistet und die ging nur noch 5 Minuten oder so. Quasi nur noch den Endgegner platt machen. Und da habe ich mir gedacht, da brauche ich den nicht aufnehmen für so wenig Zeit.
Aber es gab halt richtig gute Erfahrungspunkte, weil ich mal auch die tägliche Mission angenommen habe. Mit den Flashpoints. Ich weiß nicht, wie viel gibt es da? 10.000 oder 17.000 Erfahrungspunkte oder so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr viel. Deswegen bin ich bei 30,5 vom Level her gewesen, als ich die letzte Folge aufgenommen habe. Also deswegen und weil ich eine Runde PvP gemacht habe. So, ich guck mal hier auf die Karte, wo wir überhaupt hin sollen. Flagge hissen. Da auch eine Flagge hissen. Also wir sollen hier drei Flaggen hissen. Yes, 360. Ich habe hier noch gesehen, ich habe den Gleiter noch gar nicht freigeschaltet da oben. Das werde ich gleich mal machen. Ach ja, und genau, da war ja Stimmung gekränkt, war ja in der Kiste drin. Ich glaube, das war schon das Beste, was wir hatten. Mach ich mal Slash. Gekränkt. Du bist nun gekränkt. Das soll es gewesen sein. Keine Emotion dazu, irgendwie, dass er heult. Ist bei Emotes bei? Ich glaube nicht. Ich glaube eher bei Stimmung, ne? Gekränkt, gekränkt. Du bist nun gekränkt. Der macht da wirklich nichts. Boah. Das ist ja echt billig. So, was hatte ich hier noch drinne? Brustpanzer des Despoten. Den gucke ich mir mal an, wie der aussieht. Der war in der letzten Kiste drin. Oha. Krass. Der Brustpanzer hat dann auch noch so eine Schärpe da dran. Das finde ich ziemlich cool. Dann haben wir noch ein bisschen Frauenkleidung dabei, aber ich glaube, das werden wir Lara nicht anziehen. Die soll schön ihre weiße Rüstung anbehalten. Vielleicht finden wir noch ein weißes Unterteil, dass sie nicht mit der gelben mit der gelben Hose rumrennt und mit den roten Schuhen. Und hier ist ein Gleiterhändler, wow. Die Taxiplattformen sind geöffnet. So, freigeschaltet und an Gleitern mangelt es uns ja leider, oder was heißt leider, an Gleitern mangelt es nicht. Desto später der Abend, desto schwerer wird die Zunge und ich werde glaube ich auch gleich ins Bett gehen. Was wollte ich denn? Ich wollte doch hier noch einen Gleiter irgendwie. Warum gucke ich dann ins Inventar rein? Ich will Fahrzeuge und dann will ich mal nach langer, langer Zeit den Gleiter von dem Event 1.3, glaube ich, Event war das. Huttenkartell ist das nächste. Wie hieß denn das? Ich weiß es nicht mehr. Ich hab's vergessen. Akquiserennen, genau. Aber das war auch ein Kartell. Aber das war nicht das Kartell der Hutten, sondern der irgendwelchen anderen Leuten. Ich habe noch gar nicht aufgepasst, wie lange ich schon aufnehme. Ich glaube, ich werde jetzt hier mal eine Pause machen oder vielleicht sogar Schluss machen. Deswegen sage ich erstmal Peace off oder bis gleich. Ich weiß es nicht. Hab gerade mal nachgeguckt, das sind noch 13 Minuten habe ich glaube ich noch aufgenommen, oder 14 grob. Und ich habe natürlich was vergessen, ich war zwar bei dem Gleiter, aber ich habe den Cantina-Zugriffspunkt nicht freigeschaltet, das war natürlich ein bisschen blöd. Was habe ich denn hier noch, ein 27er Lauf, ich glaube den brauche ich nicht. Einfach mal ins Depot reingucken. Also hier liegen auch noch ein paar Eier drin, ne? Ungewöhnliches Ei, so heißt das. Das findet man auf Alderaan, bei der Brücke, die ich in der letzten Folge gezeigt habe. Bei Alsakan Flachland. Dort ist bei der Brücke, die kaputt ist. Also wer noch ein Ei haben möchte, kann mich auch anschreiben. Ich habe hier noch welche. Ich könnte sie natürlich auch verkaufen, aber das bringt eh nicht mehr viel Geld. Die China-Farmer machen alle Preise kaputt hier. Man kriegt ja gar nichts mehr. Und ich sehe gerade einen Kristall habe ich. Doch, da habe ich noch einen. Das ist aber nur der Kompetenzkristall. Ja, und da ist der Ausdauerkristall. Also einer von euch wollte den Ausdauerkristall haben. Da kann er mich ja mal anschreiben. Vielleicht hat er ja eine orange Waffe. Eine Sturmkanone orange, die ich dann meinem Soldaten geben könnte. Das wäre ziemlich cool. So ein kleiner Tausch. Oder hier ein Relikt. Ich bin hier jetzt helle Seite 3. Hell 3, also von daher. So, und hier noch schnell freischalten. Ich
könnte auch noch mit Alara reden. Genau, dann mache ich das jetzt noch in dieser Folge. Ihr habt eine recht beeindruckende Karriere hinter euch, wenn ich das anmerken darf. Ihr kommandiert den elitärsten Trupp der gesamten Republik. Ihr müsst stolz auf euch sein. Ja, ich bin sehr stolz. Es ist ein Posten wie jeder andere. Ich wünschte mir eine höhere Position. Der Dienst im Chaos-Trupp ist die bislang größte Ehrung in meiner Karriere. Ich erinnere mich noch an den Tag, als ich mich einschrieb und für die medizinische Laufbahn qualifizierte. Mein Bruder Alexei qualifizierte sich am selben Tag für die technische Laufbahn. Wir waren beide stolz, endlich der imperialen Armee zu dienen. Mein Bruder machte schnell Karriere, aber ich wurde mit der Zeit immer desillusionierter. Was hat eure Einstellung so verändert? Dient euer Bruder immer noch? Noch immer? Alles andere wäre auch dumm. Gehört Alexei noch zur imperialen Armee? Soweit ich weiß, ja. Wenn er die Dinge nur so gesehen hätte wie ich. Die imperiale Armee sollte für Ehre und Disziplin stehen. Aber meine Vorgesetzten warfen diese Prinzipien über Bord, sobald ein Sith es von ihnen verlangte. Mir wurde immer eingetrichtert, dass die Republik aus völkermordenden Heuchlern bestünde. Aber sämtliche Gewalttätigkeiten wurden immer nur von meinen Kameraden ausgeübt. Was habt ihr getan? Eine grausame Erkenntnis. Völkermordende Heuchler? Habt ihr versucht, etwas zu ändern? Oder seid ihr sofort übergelaufen? Ich habe meine Bedenken mit meinen Vorgesetzten besprochen, aber sie zweifelten an meinem Verstand. Kurz darauf hätte ich sicher Befehle entgegen meines Gewissens befolgen müssen, um meine Loyalität zu beweisen. Also entschied ich mich zum Überlaufen. Eine weise Entscheidung. War die Flucht schwierig? Habt ihr etwas sabotiert? Ihr habt alles richtig gemacht, Dorn. Als meine Entscheidung feststand, bin ich gleich während der nächsten Nachtpatrouille meines Trupps abgehauen. Ich war fort, bevor es auch nur irgendwer bemerkte. Ich habe mich der ersten republikanischen Patrouille gestellt, deren Weg ich kreuzte, und meine Überlaufabsichten erklärt. Das ist nun schon über 3 Jahre her. Schon merkwürdig, wie lange es bereits her ist. Die Republik ist mir wirklich zur Heimat geworden. Ja, dann willkommen. Willkommen in der Republik. Aber dass sie nach 3 Jahren dann gleich so einen hohen Posten hier bei uns im Chaos-Trupp hat, ne? Naja, aber sie ist auch eine ziemlich kompetente Frau. So, und jetzt sage ich aber wirklich, peace off. Und beim nächsten Mal machen wir dann hier die Mission. Also dann bis zum nächsten Mal.